Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video und heute möchte ich ein neues Project Handpan starten. Aber bevor ich das neue Project starte, möchte ich euch, das muss ich überlegen, seitenverkehrt, hier auf dieses Infofeld hinweisen. Da, wenn ihr da draufklickt, da werde ich euch mal die Project Handpan Videos, die ich bis jetzt gemacht habe, reinpacken, entweder in eine Playlist oder ich weiß es noch nicht. Ich bin mit dieser neuen Funktion bei YouTube, bin ich noch nicht so ganz, weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich habe es euch auf jeden Fall hier drunter gelegt und wenn das nicht funktionieren sollte, habt ihr es unten in der Infobox. Aber die diese Funktion hier, tun wir nochmal hinzeigen, die funktioniert auch auf den mobilen Endgeräten, was richtig, richtig, richtig toll ist. Also, bevor ich jetzt anfange, mein neues Project Handpan vorzustellen, muss ich natürlich euch auch erzählen, was aus dem alten geworden ist. Und so möchte ich das jetzt immer handhaben, dass ich diese Projekte Hand in Hand sozusagen nehmen. Und ich fange jetzt mal an mit den leeren Produkten. Ich habe nicht alles leer bekommen. Also Project Handpan sagt es ja schon, 10 Sachen, die du anfixierst. Das gilt natürlich immer nur für YouTuber oder Blogger wie mich. Wir haben extrem viel Zeug, entweder kriegen wir es zugeschickt oder kaufen es uns, probieren rum. Und es sammelt sich an und sammelt sich an. Und dass das einfach nicht mehr so in dem extremen Maße passiert bei mir, weil ich fühle mich manchmal echt unwohl, wenn so viel Zeug rumsteht, mache ich diese Project Handpans, dass du einfach noch so ein bisschen ja, gezielter die Sachen verbrauchen kannst. Ja, ich will das nicht auf Zwang verbrauchen, das seht ihr jetzt gleich, weil mir sind halt auch Sachen übrig geblieben, die fast leer sind. Und wir legen jetzt mal los mit dem Bulgari Parfüm. Es ist tatsächlich leer. Ich mache es euch auf, damit ihr es auch seht. Komm heraus. Leer. So, die letzten Schlücke habe ich natürlich, gebe ich zu. Ich war dann so, ich habe dann Parfüm verwendet. Ich hoffe, ich habe meine Umwelt nicht zu sehr gequält. Ich habe das dann aber auch gar nicht mehr gerochen, weil ich habe das ja ununterbrochen nur noch dran gehabt. Also das war für mich wie, als wenn man Deo hinmacht. Leer gemacht habe ich auch, hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Handcreme, da habe ich echt ewig gedacht, oh, die wird und wird und wird und wird nicht leer, aber sie ist leer, so wie ihr seht. Gott sei Dank. Weil ich fand diesen Geruch von ihr, boah, gar nicht mehr angebracht. Also, der hat so stark gerochen, Ich empfand das irgendwann mal als extrem beißend. Also mein Geruchssinn hat sich echt in den Jahren wirklich jetzt verändert. Auch leer gemacht habe ich das Öl von Dr. Hauschka. Mit dem bin ich ganz gut klargekommen, würde es mir aber jetzt auch nicht nachkaufen. Ich habe das von der Jumaira bekommen. Hier seht ihr, glaube ich, noch so ein bisschen den Strich. Ja, sieht man. So, ich will mich gar nicht so lange mit den Produkten jetzt aufhalten. Leer geworden ist natürlich auch das Dracul Moon Duschgel. Das war ja kein großes. Bei mir ist aber allerdings immer das Problem, dass ich halt nicht so viel Duschgel verwende. Und ich mich da schon immer dazu zwingen muss, Duschgel zu verwenden. Leer geworden ist auch endlich die Zahnpasta oder diese Zahntabs von Lush. Werde ich mir nie wieder kaufen, Leute. Also das ist, man muss es zerbeißen erst und dann muss man das mit der Zunge nach vorne schieben und dann muss man sich die Zähne putzen. Es hat unheimlich gut die Zähne weiß gemacht. Aber der Mechanismus, also ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, als wenn ich würgen müsste. Und das ist natürlich echt blöd. Kommen wir zu den Produkten, die ich nicht aufgebraucht habe, die ich fast aufgebraucht habe. Und zwar ist es zum einen die Augencreme. Ich habe sie nicht leer gekriegt. Also was ich immer mache bei so Tuben, die sich selbst aufblasen immer. Ich mache so ein ganz bisschen den Deckel runter. Also sie ist schon noch gut voll. Also es ist schon noch so viel drin. Also ich, was soll ich sagen? Also ich habe das Gefühl, die wird niemals leer. Ich habe mir jetzt einfallen lassen, ach, das seht ihr nachher.
Das seht ihr nachher. Auch nicht leer geworden ist das Lippenbalsam. Ich glaube, ich habe noch nie einen Lippenbalsam leer gemacht. Also deswegen hat es mich auch nicht gewundert, dass ich das jetzt nicht leer gekriegt habe. Dann habe ich auch nur fast leer gemacht. Aufgeschnitten habe ich schon. Ich habe es fast geschafft. Meine CMD-Creme. Da kann ich leider noch einige Male was rausholen. Also zählt das für mich auch nicht als aufgebraucht. Die werde ich mir wieder ins Bad stellen. Was ich auch nicht ganz geschafft habe, meine Nägel, sorry, tut mir wirklich leid. Das ist mir gerade eben runtergegangen und der Rest, ich werde es gleich aufklären. Also, hier ist nicht mehr viel drin. Ich wollte euch eigentlich noch ein Strichchen machen, aber ihr wisst, wie das ist bei Nagellacks. Es ist nur noch so ein Itzi-Bitzi drin, also nicht der Rede wert, aber er ist halt nicht leer und er macht mich wahnsinnig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ein Nagellackfläschchen nur halb voll ist. Also, unglaublich, das ist gar nicht mein Ding. Und das ist auch nicht mal mehr halb voll, sondern es ist halt wirklich nur noch so ein bisschen. Ne? Da musst du mal schütteln. Und dann habe ich das halt relativ schlampig aufgetragen. Demnach geht das auch jetzt als allererstes runter. Die Hand ging noch. Was soll ich sagen? Also der wird noch aufgebraucht und ja, auch nur fast leer bekommen habe ich die Styx-Creme. Also das sind echt so meine Loser-Produkte mit der Hautcreme und dem Nagellack. Wenn wenigstens noch mehr drin wäre, würde man ja sagen, ja, du hast es nicht geschafft, aber da, guckt mal. Auch nur fast leer bekommen. Ist doch blöd, Mann. Also, die Julia Walnut, du hast doch die Cremes gewonnen. Also die Creme ist wirklich lecker, ne? Die hat doch so eine ganz eigene Konsistenz. Sie ist nicht so fettig, sondern sie hat so eine Wasserbasis. Ja, so. Ich kann mir vorstellen, wenn jemand so richtig trockene Haut hat, ist die Creme, glaube ich, nichts. Aber kann mich auch täuschen. Legen wir los mit den Produkten, die ich jetzt in meinem neuen Projekt näher machen möchte. Und zwar geht das von 1. April bis Ende Juni. Also ich habe ein bisschen mehr Zeit und ich denke, ich werde da einiges mehr reißen können als dieses Mal. Es war schon ein bisschen knapp. Aber ich habe dann auch so Produkte gewählt, wo ich wusste, das schaffe ich schon. Also, wir legen mal los mit der Beyond Creme. Und dieses Mal habe ich euch die Produkte, wo man nicht sehen kann, ob es jetzt viel oder wenig drin ist, wo ich euch nichts irgendwie anzeichnen kann, habe ich euch abgewogen. Und diese Creme wiegt mit Inhalt und natürlich Verpackung 186 Gramm. Ich habe da nicht so genau gefunden, wie viel drin sein sollte. Das ist natürlich auch immer so interessant, sowas zu finden. Beyond ist eine finnische Marke. Könnt ihr, glaube ich, nicht bestellen. Ich weiß es nicht. Also ich finde das total obskur. Beyond ist mal auf mich zugekommen, ob ich nicht Bock hätte. Und dann fand ich aber die Produkte, die ich bisher verwendet habe, nicht ganz so gut. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich zu der Creme zu sagen habe. Dann Luvos Heilerde-Maske. Ich bin nicht so ein Typ, der gerne Maske macht. Also ich bin eher so ein Ampullenmädchen. Und Luvos Heilerde-Maske. 251 Gramm. Natürlich ist der Glastiegel schon ziemlich, ziemlich schwer. Anti-Stress-Maske. Ich würde mir die niemals kaufen. Die kostet 15 Euro. Dann nehme ich lieber Heilerde, die ganz normale. Die riecht halt dann nicht so angenehm und fettig. Das ist auch Anti-Stress. Die war übrigens, wer sich jetzt fragt, warum hat sie sich denn dann nie gekauft? Nein, die war in der Vegan Box drin. Habe ich euch gesagt, wie viel sie gewogen hat? Ich glaube schon, ja, 251 Gramm ist natürlich mehr oder minder die Verpackung. Natürlich mehr. Dann werde ich auch aufbrauchen meine Aperion, oder ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Zahncreme ist auch in der Vegan Box gewesen. Die verwende ich bereits schon, 116 Gramm. Die ist was ganz Besonderes. Die ist braun. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ja. Und sie schäumt nicht. Aber sie macht einen richtig tollen Geschmack im Mund, wie als hätte man einen Kräuterbonbon gelutscht. Also es ist echt nicht schlecht.
Aber es ist halt eine Ungewöhnungssache, wenn deine Zahnpasta nicht schäumt. Das ist wie Shampoo, das auf dem Kopf nicht schäumt. Also da muss ich mich erstmal noch dran gewöhnen. Ich finde sie gut, aber ja, 116 Gramm, habe ich ja schon gesagt. Dann werde ich leer machen. Ich bin jetzt jemand, wer mich noch nicht so lange verfolgt, der weiß nicht, dass ich meine Haare hauptsächlich mit Natron und Wascherde und so wasche. Und eher selten mit Shampoo, gerade wenn ich frisch gefärbte Haare habe, dann schon. Und Lash-Shampoo, jetzt muss ich das erstmal kurz beruhigen. Ich habe mir einen neuen Stift für die ganze Aktion gekauft. Weil das Shampoo, das steht jetzt auch echt schon sehr lange bei mir im Schränkchen. Und das ist auch so ein Effekt irgendwie, dass ich das Shampoo einfach nie leer machen möchte. Total unlogisch, total bescheuert. Dann denke ich mir immer, oh, das ist so teuer und oh, ich will das nicht aufbrauchen und so. Es wird jetzt aufgebraucht. Die nächste Augencreme, die schon etwas länger bei mir in der Mache ist, Balea Q10. Und die Augencreme wiegt 17 Gramm. Ist ganz interessant, weil hier sind 15 drin, so arg viel fehlt da auch noch nicht. Natürlich hat die Verpackung mehr Gramm als der Inhalt, das ist ganz logisch. Also 17 Gramm, ich bin gespannt, weil bei dem einen Produkt, da stelle ich mich ja, da habe ich mich ja schon echt dumm angestellt, also bei der Rival de Loop. Die hebt mir auch leider noch eine Weile, also wird das gar nicht so einfach sein. Leer gemacht wird auch die My Face Nachtcreme. Und die ist neu tatsächlich. Ja, also die ist nicht so neu. Sie steht schon eine Weile lang rum bei mir. My Face gibt es in Österreich. Die habe ich geschenkt bekommen von der Lila. Wie gesagt, habe ich jetzt noch gar nicht verwendet. Und der Titel ist komplett voll. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, eine Creme in 3 Monaten aufzubrauchen. Ich werde ein bisschen bescheißen, ich werde mir das Dekolleté eincremen und mal gucken, je nachdem auch die Arme. Dann habe ich natürlich auch einen Nagellack, selbstverständlich. Und der ist noch so ziemlich voll, aber es ist halt die alte Verpackung von Essence. Und zwar ist das Very Berry. Ich weiß nicht, ob es die Farbe noch gibt. Ich habe keine Ahnung, weil die wechseln ja regelmäßig und ich kann euch da jetzt gar nichts einzeichnen. Also ich werde da erst beim nächsten Mal ein Strichchen drauf machen, weil ich weiß, er ist noch relativ voll. Dann das Produkt. Oh, ich hasse es. Ich mag den Inhalt. Ich liebe den Inhalt. Den hasse ich nicht. Aber ich habe damals echt verpennt. Als ich den gekauft habe, den hätte ich einfach zurückgeben sollen, weil da ist der Sprühkopf kaputt. Du kannst einmal sprühen und beim zweiten Mal sabbert der schon, ja. Und deswegen verwende ich das so ungern. Und ich habe mir jetzt gesagt, es gibt keinen Body Splash von mir, bevor ich nicht einen der beiden, die ich hier habe, leer mache. Und der Alverde, da werde ich Schwierigkeiten haben, weil, wie gesagt, wenn der da so rumsabbert, ich verwende halt sowas dann auch nicht mehr gerne. Auch hier heißt es dann, Strichle mache. Da kann man sogar ein bisschen aufs Papier malen, das ist ja witzig. So, hier ist Strich. Sieht man ihn? Nein, man sieht ihn doch da. Dann werde ich aufbrauchen. Das ist schon ein größeres Thema. Ja, das ist das Duschsorbet Mango Vanille. Und nein, das ist nicht von da, als es das zweite Mal aufgelegt wurde. Das ist vom ersten Mal noch. Tatsache. So lange liegt es schon bei mir rum. Ich habe auch das abgewogen. Das wiegt 220 Gramm. Da fehlt auch schon ein bisschen. Also habe ich auch schon angefangen, das zu verwenden. Ursprünglich sollten 200 Milliliter drin sein. Man muss natürlich wieder die Verpackung mitrechnen. Das ist klar, ne? Und jetzt habe ich 2 Produkte, die als eins zählen. Und zwar zum einen das Patty Barclay Parfüm. Das werde ich auf jeden Fall schaffen, weil da ist ja echt nicht mehr viel drin. Wird mir jetzt auch nochmal aufs Glas malen. So. Parfüm ist bei mir so eine Sache. Das ist so witzig. Ich glaube immer, ich brauche Parfüm. Ja, weil ich rieche auch gerne Parfüm, aber ich verwende es dann nicht. Das ist so bescheuert.
Und das zweite ist das Chorus Parfüm White Tea Bergamotte Frisia. Das hat das gleiche Problem wie das Bulgari Parfüm auch. Die Kopfnote ist schon kaputt gegangen. Was natürlich echt schade ist. Also das ist nicht Sinn und Zweck eines Parfüms, dass man es so lange aufhebt, dass die Kopfnote kaputt geht. Ist ein größeres Fläschchen, 50 ml, ist aber ein Eau de Toilette. Bedeutet, hebt nicht so lange und wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe. Bis jetzt waren das alles bei mir Eau de Toilette, die irgendwie kaputt gegangen sind. Auch hier werde ich einen Strich machen. So. Ich glaube, man sieht den so ein bisschen. Ja, man sieht den so ein bisschen. Und das wäre mein Project 10 Pen. Macht ihr selber ein Project 10 Pen? Schreibt mir das doch bitte unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Ich melde mich für heute mal wieder ab. Das war's für diese Woche auf diesem Kanal. Falls ihr mehr von mir sehen wollt, kommt doch mal auf meinem Vlog-Kanal vorbei. Ich mache jetzt Daily Vlogs. Falls ihr noch mehr von mir sehen wollt, ich rutsche jetzt mal auf die Seite. Ich verlinke euch oben mal ein Video und unten mal ein Video. So wie immer bin ich nicht vorbereitet, welche Videos das sein sollten. Gebt mir einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und euch wünsche ich ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.